Eine ganz andere Strecke legten die Grünen in den letzten Wochen zurück. Nicht nur friedensbewegte Mitglieder reiben sich noch immer ungläubig die Augen, fordert ihre, doch eigentlich für Pazifismus stehende Partei seit Tagen sehr prominent die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Wie zerrissen und gleichzeitig klar die Grünen in dieser Frage sind, hat der kleine Parteitag heute in Düsseldorf gezeigt. Patricia Wiedemeyer und Thaddäus Parade berichten. Es ist besonders für Grüne, für eine Partei, die aus der Friedensbewegung entstanden ist, schwer, plötzlich über Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete zu entscheiden. Viele hier beim kleinen Parteitag in Düsseldorf hadern, zögern, zweifeln. Wir wissen, dass natürlich Waffen zur Verteidigung da sind, aber Waffen natürlich auch töten, sodass jeder, der dort Entscheidungen trifft, Verantwortung übernimmt, vielleicht auch eine Art von Schuld auf sich lädt. Das ist für uns alle nicht einfach. Aber ich nehme trotzdem eine große Zustimmung wahr, weil wir diese Verantwortung tragen. Der kleine Parteitag findet in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen statt, dort, wo bald gewählt wird. Doch die Ukraine überlagert alles. Die grüne Führung, sie hat sich von Anfang an klar und deutlich für Waffenlieferungen eingesetzt. Dies widerspreche nicht den Prinzipien einer pazifistischen Partei. Wir schauen da als Regierungspartei der Realität ins Gesicht und reagieren auf das, was passiert. Und wir werden immer Friedenspartei bleiben. Auch die beiden grünen Minister Habeck und Baerbock tun sich schwer bei diesem Thema. Beide zugeschaltet, haben sich aber früh und vehement für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen. Dabei handeln wir und hadern zugleich. Und wir hadern, ob wir ausreichend handeln. Wir sind in der Lage, unsere Position zu verändern, wenn sich die Wirklichkeit verändert. Aber das ist ja ein Qualitätsmerkmal und nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Seien wir also stolz darauf. Die Delegierten, sie folgen ihrer Spitze, stimmen mehrheitlich für Waffenlieferungen, für das Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Nur das Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, wurde abgelehnt. Verhaltene Kritik von der grünen Jugend. Wir als Grüne Jugend sehen das natürlich nochmal besonders kritisch und wollen dafür auch sorgen, dass wir danach wieder zu unserem pazifistischen Standpunkt zurückkommen. Die Friedenspartei, sie ringt mit sich, trifft am Ende aber klare Entscheidungen. Große Streitereien oder gar Farbbeutel wie früher einmal beim Thema Krieg und Frieden, die gab es heute nicht.